wer jetzt Versautes denkt. Hallo, es geht heute um die Review der Laura Mercier Tinted Moisturizer. Ich habe die jetzt schon eine ganze Weile benutzt, obwohl jetzt ist gerade so, dass die vom Hautton etwas zu hell ist, weil ich wieder im Solarium war. Ich werde jetzt aber trotzdem demonstrationsmäßig mir die auftragen, damit ihr sehen könnt, wie die ausschaut. Irgendwie war die Kamera zu hoch oder so. Ja, ich werde die jetzt auftragen und dann könnt ihr mal sehen, wie die halt ausschaut. Ich bin sehr, 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 sehr begeistert davon. Habe ich ja schon mal erwähnt. So. Runzoomen. Ich mache immer halt einen Klecks auf der Hand. So. Dann nehme ich den Foundation Buffer von Rebecca Flöter aus dem Shop. Tipp halt dann rein. Und dann verteile ich das im Gesicht. Und dadurch, dass die halt sehr schier ist, kann ich noch mit Bronzer arbeiten, damit man das wieder ausgleichen kann. Jetzt kommen wieder ganz viele, oh, wie hältst du denn den Pinsel und so. Und ja, jeder hat so seine eigene Technik. Bei mir ist das so malermäßig Handwerker. Ja, also das ist meine Pinseltechnik. Ich versuche auch wirklich dann mit dem Stippen, den ich drauf hatte, auszukommen, weil ich mag ja absolut keine starke Deckkraft. Das ja, geht bei mir gar nicht. So. Also wie man sieht, man sieht so gut wie nichts. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Dann habe ich die jetzt drauf. Und dann, wie gesagt, gehe ich dann noch mit dem Bronzer drüber. Ups. Dann nehme ich halt von Dior, aus der Dior Nude Skin Reihe, den Bronzer. Das wäre der hier. Ich habe die Farbe 004. Dann nehme ich halt dann so einen größeren Pinsel und gehe halt so über die Wangenpartie, um das halt so, ja, wenn der nicht so haaren würde. Der verliert Haare. Das ist der B-Power auch von Rebecca Flöter, aber der haart leider wie Sau. Ja. So. Schön bronzen, damit das halt wieder ausgeglichen ist. Oh, ich hab überall ganz schrecklich. Ich habe den auch schon ein paar Mal gewaschen. Aber trotzdem. Ja, das wäre jetzt halt meine Foundation. Quasi, also was heißt Foundation? Die Tinted Moisturizer. Und jetzt fange ich halt an, meine Augenbrauen zu malen. Kann ich jetzt auch nochmal hier machen. Nee, genau. Augenbrauen. Es war ja das Thema mit dem Bleistift. Oh, das war ja... wo habe ich den jetzt? Muss ich gerade mal gucken, wo ich den habe. Wieso finde ich den jetzt nicht? So. So, jetzt habe ich ihn. Soll ich mal ein bisschen rüberstellen? So. Thema Bleistift. Ich habe es bei Facebook gepostet und dann auch unter dem Video, wo ich das gesagt habe, wurde ja umstritten, dass es giftig ist und bla bla bla. Nein, es ist nicht giftig, weil halt auch Kinder in Kindergarten und Grundschule Bleistift benutzen und man kennt es ja, man kaut drauf rum oder man nimmt es auch mal aus Versehen
so im Mund und es ist einfach nicht giftig. Da ist kein Blei drin und fertig. Und wenn ich mir das oberflächlich auf die Haut male, da passiert nichts. Leute, wisst ihr, was teilweise in der normalen Kosmetik drin ist? Also da werden auch Sachen reingematscht, wo ein Bleistift, glaube ich, das harmloseste ist. Und wenn das eine gute Alternative für einen Augenbrauenstift ist, warum dann nicht? Für 1 Euro und? Und ich finde, es ist wirklich, wirklich super. Also ich male halt jetzt mal meine Augenbrauen damit nach. Wenn ihr das jetzt auch machen möchtet und immer noch nicht abgeschreckt davon seid, dann müsst ihr wirklich gucken, dass ihr eine Minenweiche habt von, ja, ich habe jetzt hier 8B, dass die Mine halt richtig weich ist, um auch präzise malen zu können. Also ich male jetzt erstmal die eine Seite, damit ihr dann sehen könnt, wie das ausschaut. Und wie gesagt, ihr könnt googeln. Es war in einem Elternforum, Mamaforum, wo das auch dann gefragt wurde, ob Bleistift giftig ist. Es ist nicht giftig. Und wie gesagt, es ist halt oberflächlich. Man piekst sich das ja nicht in die Hautoberfläche ein oder sonst was. Von daher könnt ihr ganz geschmeidig sein und das halt verwenden. Wenn man das dann immer noch zu riskant ist, dann kann er dann auf einen normalen Augenbrauenstift zurückgreifen. Wie gesagt, also ich komme damit sehr gut klar. Ach ja, dann war ja auch noch wegen, das würde ja gar nicht zur Haarfarbe passen und so. Ich finde, dieses gräulich-aschige passt halt gut zu den dunklen Haaren. Und man kann es ja dann eventuell auch noch mit einem Puder mischen. Ja, wie gesagt, es ist halt jedem selber überlassen. Es war halt nur mal so ein Tipp. Und ich finde die Idee richtig, richtig gut. Und ich fahre damit auch sehr gut. Und ja, so. Ich male jetzt nochmal eben die andere Augenbrauenseite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Augenbrauen sind fertig. Jetzt werde ich mir noch die Wimpern tuschen. Und zwar mit meiner derzeitigen Lieblingsmascara. Wenn ich die mal finden würde, da. Mit der L'Oreal Volume Million Lashes. Ihr wollt auch immer mal sehen, wie ich meine Wimpern tusche. Und das werde ich jetzt mal machen. Also ist halt nichts Besonderes. So, ich versuche mal noch näher ran zu zoomen, dass ihr das auch sehen könnt. So. Irgendwie stellt die Kamera nicht scharf, ne? Ist sie jetzt scharf, die Kamera? Ich weiß gar nicht. So, also das wäre jetzt halt so die eine Seite. So.
Ja. Die eine Seite und jetzt kommt die andere Seite. Sehr florisch. Sieht man das jetzt so? Also. So. Dann lasse ich es halt ein bisschen trocknen. Die andere Seite ist jetzt schon getrocknet. Und dann gehe ich halt nochmal drüber oder ich gehe mit einer anderen Mascara drüber. Also meistens gehe ich zweimal mit der und dann gehe ich noch mit einer Volumenmascara drüber, um noch so ein bisschen zu verdichten. So, dann gehe ich nochmal über die andere Seite. Ich rutsche aus dem Bild. So. Dann lasse ich das auch wieder ein bisschen antrocknen. Und dann gehe ich mit einer, ja, entweder die I Love Extreme. Oder ich habe im Moment meine MAC Hot is Nature Lash Dingsbums. Das ist halt so eine zwei Phasen. Die kannst du einmal so rausdrehen, dann ist es wenig Produkt oder halt groß rausdrehen. Dann hat man halt so ein dickeres Bürstchen mit mehr Produkt. Und die Seite nehme ich dann und gehe halt auch nochmal drüber. So, dann werden die wieder ein bisschen mehr verklebt, aber das macht dann nichts, weil man kann ja nochmal mit der anderen drüber gehen und das trennt dann halt wieder. So. So. Und das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Bisschen mit Zickzack-Bewegungen manchmal. Aber das neigt dann oft zu verkleben. Und jetzt habe ich mich hier angemalt. So. Thank you.
dann werde ich die nochmal unten tuschen. Und dann sind wir gleich wieder da. So, jetzt habe ich die Wimpern fertig getuscht. Ich weiß gar nicht, ob ich noch näher ranzoomen kann. Nö. So. Ich glaube, das müsste zu sehen sein. Ja, das wären jetzt so meine getuschten Wimpern. Und ja. Jetzt habt ihr eine Gesichtsroutine, wie ich halt mein Gesicht halt vorbereite. Außer jetzt noch im Lidschatten oder so, das kommt ja auch noch, aber oft ist halt so, dass das so mein Standard ist, Wimperntuschen, Augenbrauen und halt diesen Tinted Moisturizer. Und dann verlasse ich auch schon das Haus. Ich muss immer nicht großartig Lidschatten. Das kommt immer nur so ab und zu. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt so mein Standard-Look. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ja, bis dann. Tschüss.